Herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park Operation Genesis. Ich habe offscreen jetzt zwischen den Teilen, habe ich nur noch mal ein paar Leute, also habe ich den Park mal kurz geschlossen und den Großteil der Leute rausgelassen, sodass ich jetzt wieder Kohle kriegen kann. Und in der Zwischenzeit habe ich auch unglaublich viele Mails bekommen. 6 an der Zahl. Ja, unglaublich viele. Und die gucken wir uns jetzt erstmal kurz an. Okay, Velociraptor, Humanocephalus, nichts. Das können wir direkt löschen. Und Gallimimus. Gallimimus? Ach ja, den hatten wir ja fertig, stimmt. Okay, aber noch Humanocephalus und Velociraptor, das ist gut. Wie viel haben wir denn? Oh, Velociraptor haben wir schon 45%, das heißt, wir knacken jetzt auf jeden Fall die 50% und könnten ihm den auch schon züchten. Absolut. Dann kann ich wenigstens schon mal gucken, wie teuer der eigentlich ist, weil ich glaube nicht, dass er so recht billig ist. Was würden Sie in dieser Situation und das ist ja ein neues Projekt. Ja, hatten wir denn jetzt noch eins? Ich meine, wir hätten jetzt soweit alles erforscht, was ich eigentlich brauche aus der Stufe 3 Zaun. Wie kostet der denn? Ja, absolut. Komm. Dann mach halt noch den Stufe 3 Zaun. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich den überhaupt noch baue, weil ich finde, der Stufe 2 Zaun reicht eigentlich auch ziemlich aus. Genau, hier hatten wir schon ein Gehege für den, für die Velociraptoren später. Nachricht von Dr. Wu. Genau, da hatte ich hier das noch. Ja, ich muss mir erstmal wieder so einen Überblick verschaffen, ist ja klar. Da hatten wir Gallimimus oder Humanocephalus. Ja, und hier auch, alles klar. Was würden Sie in dieser Situation? Velociraptor ist jetzt zu 60% vollständig. Cool, dann gucke ich doch direkt mal, wie viel der schön, kosten Sie würde. Zu sehen. Ein Gallimimus können wir dann gleich auch noch züchten. Dr. Grant. Kleiner Fleischfresser Velociraptor kostet 4.335 das Stück. Und normalerweise mache ich immer 10 die direkt davon. Hat nichts gefunden, okay. Ich würde aber sagen, da wir jetzt gerade so viel Geld haben, produzieren wir mal die Gallimimusse. Gallimimi, ich weiß nicht, wie die Mehrzahl ist. Machen wir. Na komm, mach mal direkt 3 erstmal. Was würden Sie in dieser Situation so, Humanocephalus ist jetzt zu 74% vollständig. Ingen hat wieder einen Quartalsbericht. Mal gucken. Darüber sollten wir. Alle Ingen-Vorstandsmitglieder sind der Meinung, dass ihre Fortschritte zufriedenstellend sind. Ja, das sind doch Nachricht gute Nachrichten. Von Dr. Grant. Dann können wir die auch direkt löschen. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ein, sich den jüngsten Zollzugang unseres Parks anzusehen. Der Gallimimus, ein seltener asiatischer Dinosaurier, kann ab sofort besichtigt werden. Ja, ich habe jetzt gerade was rausgeschnitten, deswegen habt ihr lange nichts von mir gehört. Ich wollte nämlich gerade eigentlich den Brief vorlesen, aber dann ist mir hier die Kollegin in die Parade gefahren sozusagen. Und deswegen habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Ich wollte nämlich den Brief hier vorlesen, weil das da um unser Foto geht, das wir in der letzten Folge geschossen haben. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Foto, das 329 Punkte erzielt hat, war so gut, dass wir es an das Mesozoikum Monatsmagazin verkauft haben. Bitte nehmen Sie diesen Bonus von $4.053 als Anerkennung für Ihre Bemühungen an. Machen wir doch gerne. Haben wir die jetzt schon bekommen? Aktualisierung, Grabungsteam, Flammenklippen hat nichts gefunden, bla bla. Gut, dann halt nicht. Okay, und die Gallimimi sind auch schon alle vollzählig, nur noch nicht alle betäubt. Das machen wir dann noch. So, der hier wäre schon, aber der hat sich noch nicht richtig hingelegt. Die Animation wurde so gesehen noch nicht beendet, weswegen ich den jetzt noch nicht verfrachten konnte. Aber okay, das klappt jetzt schon. Okidoki, gut. Und der versinkt halb im Käfig, aber hey, das macht ja nichts. Dann fehlt uns jetzt noch nur noch der, also der Humanocephalus und der Velociraptor sind dann die letzten beiden Dinosaurierarten, die wir jetzt züchten werden. Weil mehr können wir leider nicht machen. Und ja, dann wäre das soweit fertig und dann müssen wir auch noch das Dino-Safari-Gehege anlegen. Ich wäre jetzt sehr dankbar, wenn er mal hier die Dinosaurier betäuben würde. Okay, den hat er schon. Hier den letzten noch nicht. Ah, jetzt hat er es. Alles klar. Vielen Dank. Okay, du geh mal pennen. So. Dann würde ich nämlich auch abtransportieren. Die Besucher wollen dich ja schließlich auch sehen. Weswegen du unbedingt in dein Gehege musst, zu deinem Kumpel, der da schon liegt und pennt. So. Okay, aber jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie lange die eigentlich leben können. Habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge, aber ich habe es wieder vergessen. Mal sehen. Können wir jetzt gucken. 5 Jahre, oh ja, das reicht doch locker. Okay. Und der versucht auch gerade einzupennen und schafft es schließlich auch. Schön. Ich bin übrigens noch nie narkotisiert worden. Also ich habe noch nie eine Narkose bekommen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß auch nicht, warum ich das jemals hätte bekommen sollen, weil ich war außer bei meiner Geburt eigentlich nie so wirklich im Krankenhaus. Einmal wurde ich genäht, aber ich weiß nicht, ob das zählt. Und da wurde ich nicht narkotisiert, sondern nur wurde die Wunde halt betäubt. Aber ich habe mir noch nie irgendwie was gebrochen oder sonst was und musste deswegen auch noch nie irgendwie Narkose abbekommen.
Naja, so viel dazu. Dem T-Rex geht's auch gut. Sehr schön. Ach, was für ein anmutiges Tier, auch wenn es so kleine Arme hat. Schön, nicht wahr? Der T-Rex. Oh, und er kann nur noch 2 Monate leben, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht 100% hatten. Womit haben wir aber mittlerweile, dienen? Ne? Ja, haben wir. Da kann er nämlich 4 Jahre leben. Was das ausmacht. Okay, Gallimimus, Homolocephalus wird jetzt auch nur 11 Monate leben und. Nachricht von Dr. Grant. Ja, der Velociraptor ja auch nicht viel mehr. Gallimimus, okay, haben wir wieder Geld bekommen. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Geld? Also den Leuten geht es ja allen recht gut. Die verteilen sich zwar nicht so toll hier, aber. Okay, ich glaube, ich baue dann auch nochmal hier so 1-2 Fressbuden hin. Weil hier so leer ist und hier kommt sowieso kein. Kein weiteres Gehege hin oder so. Vielleicht bringt das ja was, wenn ich dann hier so eine Fressbude hinbaue. Danke, dass Sie vorbeikommen. So, und ja, da gibt es auch mal wieder das Sandwich mit Salat. So, dann bauen wir dahin auch noch. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte auch bauen, Einrichtung. Daneben direkt wieder ein Klo, wie sich das natürlich auch gehört. Ist ja klar. So, zack. Oh, ich habe das Gefühl, irgendwie geht nichts von meinem Geld verloren, was sehr schön ist. Gut, die wandern nämlich auch alle dann langsam dahin. Was auch nicht schlecht ist. Haben wir hier eigentlich einen Ausruhbereich? Ja, okay. Okay, hier wird es auch langsam voller und voller. Was nicht schlecht ist. Gut. Die Gallimimus. Ah, einer ist wach. Und er läuft schon fröhlich darum. Und freut sich. Das ist doch schön. Und wir haben immer noch die Hitzewelle mit diesem schönen Farbton, sag ich mal. Danach wird sonnig und dann kommt wieder Regen, aber das ist ja kein Ding. Boah, und jetzt haben wir unglaublich viel Geld. Das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich anfangen, die Dino-Safari zu bauen. Wäre jetzt mal so eine Idee. Das wird ein Riesengehege, deswegen muss ich... Ach nee. Da reicht auch Stufe 1 Zaun, weil das sind ja nur Pflanzenfresser. Von daher ist das schon in Ordnung. So. Und zwar wird es wirklich... groß. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Der würde mir jetzt genau hier reinfallen. Ich glaube, den muss ich wegmachen, den Berg leider. Was sollen wir jetzt? Oh, und Dr. Grant hat übrigens seines Velociraptors gefunden. Und sogar große. Das ist doch perfekt. Gut, dann muss ich den leider erstmal abflächen. Bam. Und Nachricht weg. Von Dr. Grant. Und das hat wirklich viel Geld gekostet, aber wir haben gerade erst wiederbekommen. Das heißt wahrscheinlich, dass der Dr. Grant gerade wieder etwas Nettes gefunden hat. Ja, Gallimimus. Sehr schön, so kann es weitergehen. So, gut, wie groß mache ich das denn, ist die Frage. Machen wir erstmal so in der Länge. Oder? Also, eher gesagt in die Breite, weil die Länge geht jetzt gleich nach hinten. Wäre das denn so relativ gleichmäßig zu da unten? Ich glaube, die linke Seite ist ein Stück länger, oder? Können Sie sich darum kümmern, während ich mir etwas zu trinken hole? Ja. Ja, ich glaube, ich muss die hier um einen verlängern. Es soll ja auch alles sehr gleich aussehen. Ups. So, und willkommen. Ja, sieht gleich aus, okay. Und willkommen. Ja, okay. Okay. Ich habe den Überblick wieder zurückbekommen. Was sollen wir hier tun? So, was haben wir jetzt? Velociraptor zu 74%. Schön, schön. So, okay. Dann bauen wir den nach hinten aus. Und zwar weit nach hinten. Sehr weit. Also es wird ein Riesengehege. So viel kann ich schon mal sagen. Ich würde sogar sagen, dass das bis hier hinten reingeht. Das wird zwar schwer sein, das alles zu finanzieren, aber es sollte klappen. Willkommen. Es könnte aber auch sein, dass es etwas zu groß ist. Wenn ich das jetzt gerade noch so sehe. Weil bis hierhin kommen die Autos sowieso nicht, muss ich sagen, weil man muss, wenn man die Autos baut, eine bestimmte Route eingeben, die automatisch abfahren, wie im Film halt. Da fahren die auch auf so elektronischen Schienen. Das muss man hier auch machen. Allerdings hat das auch eine begrenzte Anzahl, wie weit man das machen kann. Und deswegen ist das nicht unendlich, sage ich mal. Also ich kann nicht oben den Eingang hinbauen und das bis ganz nach unten Nachricht durchziehen. Von Dr. Grant. Das geht leider nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier... Verdammt. Ich kann den Zaun hier nicht sehen. Aber ich war schon fast richtig von der Länge. Dann, glaube ich, noch 2, ne? Dann müsste es eigentlich stimmen. Ah, wohl. Egal, ich baue jetzt von oben runter, dann werde ich sehen, ob es stimmt oder nicht. So, was ist denn? Homolocephalus, schön.
Das ist gut. Den sollten wir ja auch langsam fertig kriegen mal. Oh Gott, und da muss ich auch noch, weil ich hier so viel abgeflecht habe, muss ich dann noch viel mit Bäumen füllen. Und dann muss ich natürlich auch noch Flüsse hinbauen, oder besser gesagt Seen. Damit ich, damit die Dinos auch was zu trinken haben. Ich natürlich auch, also ich habe hier was zu trinken stehen, nämlich eine schöne Cola. An die ich momentan gerade nicht drankomme. Aber gut. Was soll man machen? Genau, dann bauen wir nämlich hier die Dino-Safaris rein. Das machen wir aber als letztes. So ziemlich. Humaler C-Verlust ist 83%. Gut. Hier sind viele Bäume, hier ist nur ein bisschen wenig, weil ich da gerade abgeflecht habe. Deswegen, oh Gott, die kosten 2000. Sind die billiger? Ja, ein bisschen. So, hier noch einen hinsetzen. Zack. Okay, dann mache ich noch, dann mache ich noch einen großen Fluss. Einen großen Fluss in der Mitte, wollte ich sagen. Wenn das hinklauen, hinhauen würde, wollte ich eigentlich sagen. Ich kann heute nicht mehr reden, tut mir leid. Okay. So, Platsch. Machen wir hier so einen dicken Fluss hin. Dann machen wir hier noch so vereinzelte kleine. Mache ich da noch was hin. So, und hier sollte es reichen. Okay. Überrest eines Velociraptor und irgendwelche Besucher haben den Park verlassen. Was mir eigentlich relativ egal ist. So. Gut, dann müssen wir auch noch Futterstationen gleich da reinbauen. Allerdings habe ich nicht mehr so viel Geld und der Park ist schon wieder voll. Nachricht von Dr. Grant. Vielleicht sollte ich den mal wieder schließen. Ich glaube, das ist das Beste. Dann schließen wir ihn halt mal wieder. Oh, wir haben aber Geld bekommen. Das heißt, Dr. Grant hat wahrscheinlich irgendwas geöffnet. Ach, geöffnet. Ich spreche jetzt nur noch Sachen auch, aus, die ich auch gerade lese. Nein, irgendwas gefunden, was er verkaufen kann. Wieder Gallimimus. Okay. Das ist doch schön. Gut, die gehen jetzt erstmal wieder alle nach Hause. Das ist Nachricht von supi. Dr. Wu. So, was haben wir denn jetzt? Wie viele können wir denn noch bauen, Pflanzenfutterspender? Noch 2 Stück gerade mal. Gut, dann muss ich gucken, wie ich die verteile. Da die sich ja meistens in der Nähe von Wasser aufhalten, ist es vielleicht besser, wenn ich die hier, hier so hinbaue. So. Okay, schön, dann mache ich hier aber Paleoballen und da hinten sind dann halt normale Ballen. Die ernähren sich ja auch meistens dann auch noch von den Bäumen, die Pflanzenfresser. Was würden Sie in dieser Situation vorschlagen? Velociraptor ist zu 83% vollständig. Hiha. So, gut, dann hätten wir das dringende schon Nachricht von soweit Dr. fertig. Und wir haben, wir können den Stufe 3 Zaun bauen. Juhu. Ja, ich kann ja aber jetzt leider nichts mehr zu meinem Forschen geben, weil eigentlich nichts mehr da ist, was ich so wirklich brauche. Und ich habe keine Lust, für die anderen Sachen Geld auszugeben, wo ich sowieso weiß, dass ich sie nicht brauchen werde oder nie einsetzen werde. Deswegen macht es nicht wirklich Sinn. Okay, gut, wie viel kostet denn so eine Dino-Safari? 4000, okay. Gut, dann muss ich halt noch ein bisschen warten, aber ansonsten sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Das Gehege ist, glaube ich, groß genug für die ganzen Dinos. Ja. Ich glaube, ich werde aber auch erst anfangen, die Dinos da reinzusetzen, sobald ich hier mit meinem Dino-Vorrat fertig bin. Das heißt, ich muss hier noch 2 Gallimimus machen, weil ich da mindestens 5 von haben will. Und dann kommen noch 5 Homolocephalus und noch 2 Coritosaurus, wollte ich. Und Stegosaurus fehlen, glaube ich, auch noch 2, ja. Und wir sind im Minus. Ihre Anweisungen? Ihr Dryosaurus ist gestorben. Warum das? Unterernährung. Ja, war mir wieder zu doof, sich zu ernähren. Der Vollidiot. Nachricht von Dr. Grant. Ja, ich habe auch in irgendeiner Folge gesagt, dass die Was manchmal zu dumm sind, tun? Um sich selbst zu am Leben zu halten. Und das ist leider, leider wahr. Gut, aber ich glaube, für den Dryosaurus habe ich gerade noch genug Geld, dass ich Schön, den mal kurz nachproduzieren kann. Monocephalus würde jetzt ein Jahr leben übrigens. Kein Problem. Ja, kostet ja nicht viel. Gut, dann produzieren wir den halt mal kurz nach. Die Gallimimi, ich nenne sie jetzt mal Gallimimi, das hört sich auch lustig an, sind hungrig. Und fressen auch gerade hoffentlich. Das sieht jedenfalls so aus, auch wenn die Ballen da und hier im Wasser liegen. Aber naja, nicht mein Problem. Dem T-Rex geht's auch gut. Wie viele Besucher haben wir noch? 15. Ich lasse noch 1-2 Leute rausgehen und dann und willkommen. Eröffne ich das auch wieder. Okay, jetzt haben wir erstmal wieder 2 Monate Regen. Und was wir auch nicht mehr haben, ist Zeit. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und würde sagen, im nächsten Teil geht es dann weiter und wir produzieren noch mehr Dinosaurier und freuen uns, dass unser Park so toll ist. Also bis dann. Ciao.